meine Damen und Herren, ich bin nicht ganz so skeptisch, was die Zukunft der deutschen Sprache anlangt, und ich bin auch nicht ganz so kritisch, wenn sie viel von außen annimmt. Die Sprache mit dem reichsten Wortschatz auf der Welt ist das Englische. Nicht das Englische, das wir sprechen, das Basic Englisch, das mit drei Fragen und drei Antworten auskommt. No problem, little problem, big problem. Wenn man sagt, kann ich hier Fisch haben? No problem. Kann ich Hering haben? Little problem. Kann ich ein Kaviar haben? Big problem. Dieses Basic Englisch für die Flughäfen und Bahnhöfe ist nicht gemeint. Nein, Englisch hat zwei Sprachinvasionen gewaltiger Natur erlebt. Deshalb hat Shakespeare etwa einen doppelten Wortschatz wie Goethe, weil es für jedes Wort zumindest zwei Ausdrücke gibt. Ich will hier nicht Sie mit Beispielen langweilen. Ich nehme nur die Küche als ein einziges Beispiel, wo alles, was auf dem Tisch gegessen werden kann, ich bin leider kein Vegetarier, deshalb muss ich es mit Fleisch erläutern, französischen Ursprungs ist, Beef. Solange es aber noch auf vier Beinen herumläuft, ist es Kuh, wie Kuhdamm in Berlin. Ich denke, dass die deutsche Sprache eine wunderbare Sprache ist, die keine Beschützer braucht. Sie hat auch nicht viele gefunden. Friedrich II., den wir gern den Großen nennen, hat sich geweigert, Deutsch zu sprechen. Er hat nur Französisch geschrieben und Französisch gesprochen. Karl V., in dessen Reich die Sonne nicht unterging, hat gesagt, er spricht Französisch mit den Kriegern, Spanisch in der Liebe und Deutsch mit den Hunden und Pferden. Mark Twain hat gesagt, die deutsche Sprache sei wunderbar, und er hat ein Beispiel gesagt, man müsste stundenlang warten, bis das Verb kommt am Ende des Satzes. Amerikanische Studenten haben mir immer den Witz von Kant erzählt, sie hätten die Kritik der reinen Vernunft noch nicht gelesen, weil der zweite Band noch nicht erschienen sei, wo alle Verben vorkämen. Jetzt komme ich aber zu der deutschen Sprache, die ein wahres Wunder ist, und dieses Wunder hat zwei glückliche Zufälle zum Vater und zur Mutter. Das heißt, die Sprache ist die Mutter, also spreche ich lieber von zwei Vätern. Das eine ist die Erfindung, ich erwähne den Namen ohne jegliche Anspielung, der Buchdruckerkunst durch Gutenberg. Und das zweite ist zur gleichen Zeit die Bibelübersetzung von Luther. Das heißt, die Bibelübersetzung wurde in einer Zeit gemacht, als es das Hochdeutsche überhaupt nicht gab. Luther ist nach Thüringen gegangen, hat dort auf der Wartburg die Bibel übersetzt. Man sieht dort heute noch den Tintenfleck, den er mit dem Tintenfass erzeugt hat, das er nach dem Teufel geworfen hat, der ihn beim Übersetzen stören wollte. Die Bibelübersetzung war 1534 abgeschlossen, und sie ist wirklich ein Meilenstein. Sie hat nämlich damit die deutsche Schriftsprache mitgeschaffen. In Baden-Württemberg, das werden Sie mir sicher bestätigen, sagt man noch heute bei älteren Leuten, wenn sie Hochdeutsch sprechen oder das versuchen, ich spreche nach der Schrift. Und gemeint ist die Luthersche Bibelschrift. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen aus dieser Bibelübersetzung. Ich habe in mir nur einen Satz rausgesucht. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. So wunderbar kann Deutsch sein.
Ich fürchte, meine Enkelkinder würden einen Teil, teilweise schon eine Übersetzung brauchen. Die vielen Konjunktive, die da drin vorkommen, redete ist ein Konjunktiv, nicht etwa eine Vergangenheitsform. Würde, wenn ich mit Menschen oder Engelszungen reden würde, würde heute jemand sagen, so wäre ich ein tönend Erz und hätte der Liebe nicht, der Genitiv in hätte der Liebe nicht, ein Genitiv des Teils, von viel Liebe einen Teil, ist völlig ausgestorben. Das heißt, Sprache verändert sich dauernd. Und vielleicht ist das auch gut so. Ich bin ein Flüchtlingskind. Meine Mutter stammt aus Wien und ich bin neulich nach Wien geflogen, mit dem Flugzeug natürlich. Und da kam die Ansage, dass das Flugzeug bald landen würde. Und die neben mir saß eine Dame, die schnell ihren Kaffee in sich hineinschüttete. Da kam die Stewardess und sagte, sie brauchen sich nicht zu tummeln. Da erinnerte ich mich sofort an meine Mutter, die sagte, wenn ich zu spät in die Schule gehen wollte, tummel dich. Während in Berlin nur Conny Fröbes die Badehose einpackte und wir tummeln uns im Wasser wie die Fische, das ist fein. Und nur meine kleine Schwester, die traut sich nicht herein. Eine ganz andere Bedeutung von tummeln als in Wien. Und dann stieg ich aus und die Stewardess, weil es war so kalt wie heute, war um mich besorgt und sagte, ziehen Sie den Mantel schon oben an, Sie werden sich sonst verkühlen. Ich sagte, wo ich herstamme, kann man sich leider nur erkälten. Also es gibt so Deutschland und Österreich, will ich damit sagen, sind zwei Länder geteilt durch die gemeinsame Sprache. Auch das ist übrigens ein Diebstahl aus der angelsächsischen Kultur, um nicht zu sagen ein Plagiat. Es gibt für England und Amerika den Spruch, Amerika und England, England and the United States are two countries divided by the same language. Also das Gleiche noch einmal. Es gibt Sprachen, als ich zum ersten Mal nach Württemberg kam, wo ich jahrelang bleiben konnte, hat meine geliebte Tante zu mir gesagt, ich hole dir den Teppich von der Bühne. Damit war gemeint die Decke vom Boden. Die deutsche Sprache ist deshalb so reich und wir sollten ihr diesen Reichtum nicht zu rauben versuchen, weil sie unendlich viele Dialekte und Sprachformen hat, die so reich sind. Die böhmischen Köchinnen haben nach Wien den Schmeten gebracht, den wir Sahne nennen, der aber sonst auch Schlagobers heißt. Von den Buletten, dem Faschierten, dem Hackbraten, dem Fleischpflanzern, von den Semmeln, Brötchen, Wecken, Rundstücken, davon will ich gar nicht sprechen. Der Reichtum unserer Sprache liegt in dem Wortschatz der Regionen und wir sollten froh sein, dass das Hochdeutsche das alles umfasst, aber auch zulässt. Ich denke, wir werden zum internationalen Verkehr eine verkürzte Sprache wie das Englische immer brauchen. Ich bin jetzt etwas kurz gemein. Bei der Vorgeschichte dieser Veranstaltung wurde gesagt, wir lesen dann unsere Papiere vor. Ich kann gar keine Papiere vorlesen, wenn sie nicht beschrieben sind. Das ist ein Anglizismus einfach. Ich wollte nur sagen, das Englische ist sehr selbstverständlich und die Sprache ist ein wunderbarer großer Magen. Sie verdaut alles und speit es wieder aus. Es gibt zurzeit in Deutschland Filme,
die Sinn haben, türkische Regisseure. Es sind mit die besten Filme, die es in Deutschland gibt. Und da gibt es bereits eine eigene Sprache. Es gibt türkische Komiker, es gibt Dichter, die in deutsch-türkischer Sprache schreiben. Wir werden auch hier wieder eine Bereicherung erfahren und werden das Überflüssige ausscheiden. Das Französische war einmal eine Sprache, das das Deutsche niederdrückend beherrschte. Ich habe schon das Beispiel von Friedrich dem Großen genannt. Die deutschen Sprachgesellschaften im Mittelalter versuchten, das Lateinische auszuschließen. Sie übersetzten das Wort Nase, das wir als Fremdwort noch in dem Wort nasal erkennen, durch Gesichtserker. Diese Eindeutschung hat sich bei Menschen, die nur kleine Gesichtserker haben, Gott sei Dank nicht durchgesetzt. Man kann aber im Deutschen immer noch allen Sprachverbesserern gerne eine lange Nase drehen. Ich denke, wir sollten der Sprache den Raum geben, den sie sich nimmt, aber jetzt kommt das Entscheidende. Wir sollten der Bildung die Auflage und die Aufgabe erteilen, die Sprache den Leuten abzulauschen und zu vermitteln. Luther hat für seine Bibelübersetzung, wie er es gesagt hat, dem Volk aufs Maul geschaut. Vielen Dank.